Ich begrüße euch zu Part 92 von Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir müssen hier diese einzelnen Konsolen hacken und bekommen da scheinbar dann mordsmäßig viele Gegner entgegengeschickt. Ich versuche es trotzdem aber jetzt mal im Schnelldurchlauf. Auch wenn ich es vielleicht dadurch schlimmer mache, weil es dann ja wahrscheinlich immer mehr Gegner werden würden. Dürften. So. Oh. Okay. Sehr cool, Drag. Sehr cool. Okay, und ich glaube, dieser eine, wer ist noch? Der Beste? Brandmunition. So, Drag. Das ist gut. Los geht's. Interfacing. Sehr cool, Cora. Okay. Jetzt haben wir die Konsole freigeschaltet. Und wir machen weiter, Leute. Aber es geht immer noch nicht. Wir haben das ja schon im letzten Part gesehen. Habe ich noch einen Kraftwerk? Da ist noch einer. Geben wir ihnen also noch eine Gelegenheit, uns anzugreifen. Jawohl, Drag. Oh, oh. Ja, sehr klug von mir. Um nur hinzuspringen, wo ich nicht hingucke. Das ist sehr gut. Es kommen immer wieder neue. Ein Tilger. Ziel ausgeschaltet, jawohl. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser ehrlich Ort gesagt. Ach, ehrlich gesagt, Leute. Weiß ich nicht, ob es hier noch was Interessantes gibt. Wir haben ja im letzten Part schon relativ viel abgegriffen hier. Aha. Nicht? Nein? Zurzeit sterbe ich relativ häufig, Leute. Das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Aber bis 90 Parts irgendwie bin ich nicht gestorben und die letzten okay. Beiden Parts. Bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Und ich habe mir ja gemerkt, ich muss zu dieser Konsole, um das Feld wieder einzuschalten. Hoffentlich geht das überhaupt noch. Jetzt hoffe ich mal, dass ich meine Kollegen nicht irgendwie eingesperrt habe. Jawohl. Oh, wie komme ich denn darauf? Ah, hier. Jetzt sind hier aus. Okay, da kommt's schon. Aber ich würde sagen, das sieht alles in allem recht gut aus. Jawohl. Und Türe wieder zu. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Das sehe ich aber genauso. Huch, Leute. Mit Reyes Zusammenarbeit, Drogenkonsumer in Cadera Slums. Untersuchen Führungen der Verbanden zu Problemen auf Cadera befragen. Besiedlung von Cadera. Ja, das ist relativ viel alles. Okay, Leute. So, schauen wir mal. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh nee, ich dachte, wir hätten einen Stufenausstieg gekriegt. Ja, Leute, jetzt ist natürlich die Frage, was wir jetzt hier als nächstes machen. Ich hätte jetzt mal die Tendenz, jetzt zu Sloan Kelly zu gehen und quasi offiziell nachzufragen, ob es für sie in Ordnung ist, dass wir einen Außenposten errichten.
Also Kadara sieht jetzt nicht anders aus, aber wir haben das Wasser geheilt. Wenn ich das richtig gesehen oder in Erinnerung habe. Naja gut, dann gehen wir mal kurz auf die Karte. Wo sind wir denn hier? Ja, zu den Kadara Slums. Haben wir, was haben wir denn hier eigentlich noch? Erinnerungsauslöser, Scanner-Anomalie. Ach, das ist das angaranische Artefakt. Sollen wir das noch schnell machen? Ja, dann wären wir hier draußen soweit mal fertig. Also gut, Leute. Dann würde ich sagen, folgen wir dieser Straße hier mal zum Erinnerungsauslöser. Es besteht also doch noch Hoffnung für Kadara. Und dann sprechen wir mit Sloane Kelly. Hier. Und dann errichten wir den Außenposten und dann kehren wir mal wieder zur Nexus zurück. Ein bisschen beschleunigen. So. Ich hoffe, du hast mal, dass ich immer noch richtig bin, oder? Nein, ich bin voll falsch unterwegs. Ganz überraschend für mich. Ja, also ihr seid das gar nicht von mir gewohnt, dass ich mich hier in die falsche Richtung bewege. Gegner vor uns! Ja, dem sollte man relativ leicht ausweichen können. Den sollte man ausweichen in jedem Fall. So, mal nochmal. Hier geht es dann rechts. Weiter. Das hier schon, hier ist es. Da kannst du versuchen, die dramatische Musik zum Einsatz zu bringen, so viel du willst, Spiel. Hier. Wir werden uns nicht mehr mit Geplänkel aufhalten. Denn wir haben diesen Planeten zumindest sein Wasser geheilt. Gut. Nee. Da geht's aber wirklich steil hoch. Nee, das geht nur im Allradantrieb, Leute. Wow. Okay. Wisch. Korinthtal haben wir entdeckt. Da ist ein Dorf. Sollen wir unsere Vorräte auffüllen? Okay. Tot. Schon eine Weile, nach dem Geruch zu urteilen. Ich sehe keine Anzeichen für einen Angriff. Ein Scan der Leichen könnte uns Hinweise geben. Ach, verflixt. Dann machen wir das doch mal, Sam. Die sehen aus wie Angarana. Schwarzer Magen und Geschwürbildung. Das passt zu einer Eine Filteranlage. Wenn sie sowas hatten, warum haben sie dann giftiges Wasser getrunken? Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Jemand hat den Filter manipuliert. Die Angara haben gerade so viel Schwefelsäure aufgenommen, dass es erst über einen längeren Zeitraum tödlich ist. Wow. Aber nicht genug, um es gleich zu merken. Klingt nach einem guten alten Mord. Wir sollten uns noch weiter umsehen. Vielleicht finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ja, guter Gedanke. Persönliches Log, Voltier. Neuer Eintrag. Alles tut weh. Ich habe mich so viel übergeben, dass ich das Gefühl habe, mein Magen hat sich umgedreht. Sogar Skylar, der Stärkste unter uns, sieht aus wie der Tod persönlich. Okay. Nochmal hier. Piep. Hier piepst zwar, aber hier ist nichts. Da hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal noch zu diesem Gebäude rüber. Vielleicht finden wir noch Hinweise. Öffnen. Er sieht auch mächtig tot aus. Behälter.
Ah, okay, das ist nur. Ja. Mal sagen. Noch ein Datenpad. Speisekarte. Essen und Wasser im Austausch für Credits, Bergungsgut oder was auch immer Sie haben. Waren am Anfang der Liste sind teurer als diejenigen am Ende. Gefiltertes Wasser, Adi-Fleisch frisch, Kaerkin-Panzersuppe, Taurk-Steak, Drahl-Happen, Adi-Fleisch nicht mehr ganz frisch. Gute Auswahl. Ja. Frisch ist hier das Schlüsselwort. Ja, Leute, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt hier noch was scannen könnten. Naja. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, markieren wir das hier mal auf der Karte. Wo muss ich denn da hin? Ah, da oben geht's noch weiter. Nee, hier. Hier sagt mir das Spiel. Okay. Das sind Daten. Ah, das ist Datenpad. Ah, verschlüsselt. Sam, kannst du da was machen? Ja, Moment bitte. Dieses Log gehörte Skylar Yefir, einem Angara, der hier lebte. Okay, erstes Log. Spiel das erste Log ab, Sam. Es tauchen immer mehr Aliens auf. Sie sind verzweifelt und schmutzig und bezahlen alles für ein Stück Adi und sauberes Wasser. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre verloren. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt. Okay, zweites Log. Hören wir uns das zweite Log an. Ich habe heute einen der Aliens erwischt, wie er unser Filtersystem studiert hat. Ich habe Karina und ihre Schwestern angewiesen, die Anlage zu bewachen. Wenn diese Exilanten lernen, eigene Wasserfilter herzustellen, brauchen sie uns nicht mehr. Oh, der hat ein gefährliches Spiel begonnen. Letztes Log. Letztes Log, Sam. Einige Aliens haben sich nicht weit von hier niedergelassen. Sie nennen es den Charybdis Point. Eine Gruppe von ihnen kam heute zu uns und hat verlangt, dass wir unsere Wasserfilter übergeben. Karina und die anderen konnten sie vertreiben, aber ich habe Angst vor der Verzweiflung in ihren Augen. Möglicherweise haben diese Exilanten die Wasserfilter manipuliert. Leute haben schon für weniger getötet. Allerdings, Lok schließen. Das reicht. Okay. Am Charybdis Point nach Hinweisen suchen. Okay, ich glaube, das machen wir auch. Ach, das ist schon arg ab vom Schuss. Nee, ich werde jetzt einmal als nächstes hier das hier machen und dann auf dem Rückweg mich um diesen Charybdis Point kümmern, Leute. Manchmal muss man auch, manchmal muss man auch an der eingeschlagenen Strategie festhalten. Okay. Ich habe die Quelle des Notrufs lokalisiert. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Na gut. Notfallsignale können wir nicht. Ah, das geht zufällig genau in die Richtung, in die wir wollen. Okay, das klingt doch mal ganz gut. Okay. Dann nochmal Karte. Wie sehe ich jetzt mal das hier an? Das ist zwar nur so ein kleiner Nebenjob, Mineralien scannen, aber das machen wir mal jetzt so nach und nach alles weg hier. Frisches Wasser. Hier. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Das könnte sein, das sieht aber aus wie Uran. Das ist es. Iridiumprobe. Okay. Gut, dann nächste Mission. Erinnerungsauslöser. Oh, ist gar nicht so weit weg. Da können wir hinlaufen.
kleiner Spaziergang. Tut uns gut. Ah. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das trifft sich gut, weil da werden wir auch bald wieder sein, wenn wir zur Nexus gehen. Wir müssen nur noch einen Außenposten hier errichten. Dann sind wir voll und ganz bei dir, liebes Sam. Lieber Sam. Bin immer noch auf Edie gepolt. So, Scanner-Anomalie. So. Pathfinder. Muss jetzt nach links. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wo fahre ich denn hin? So, mehr rechte Hand. So, das geht aber geschwind, Leute. Okay. Wow. Sind wir denn hier richtig? Oh, ich muss mir nach links. Weites Land, Leute. Alles weites Land hier. Jawohl. Hier stimmt die Richtung. Aber das ist nicht das da oben, oder? Na, vielleicht doch. Avela zufolge könnten an Orten wie diesem angaranische Artefakte zu finden sein. Wir sollten ihn durchsuchen. Tun wir gleich. Als erstes mal möchte ich mal da raufschauen. Trümmerteile, wollte ich sagen, angaranische Schmiermittel. Na komm! Ah, hier. Angaranisches Artefakt. Sehr schön. Sehr schön. Und ich denke, von da kam der Hilferuf. Ah, ich muss es aufheben. Das könnte ein angaranisches Musikinstrument sein. Wir sollten es Avela zeigen. Die war, glaube ich, auf Aya, wenn ich mich richtig erinnere. So, und noch geschwind. Hierhin. Das sieht aber sehr verlassen aus für eine Reliktgeschichte. Ich glaube nicht, dass wir hier schon richtig sind, Leute. Nö. Okay. Okidoki. Weißt du, das ist ein ziemliches Hin und Her, Leute. Sorry. Dafür. Oh, ich denke, da müssen wir hin. Unser Nomad ist der Beste, der hält sogar sowas aus hier. Juhu! Nix wie hin. Von hier kam der Hilferuf. Nochmal eine Tür. Okay. Okay. Schau mal, jemand hat unser SAS empfangen. Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Mensch. Okay, Datenpad. Gedanken, Liebestagebuch, es passiert. Die Pflanze fängt an zu wirken, mach dich auf was gefasst. Was ist, wenn mein Arm Hunger kriegt? Wenn er einfach einen Snack braucht und mein Fuß isst? Tauschen sie die dann den Platz? Und dann ist da noch das Problem mit Lila. Was will das eigentlich? Kann es sich nicht entscheiden, ob es blau ist? Mann, überleg's dir halt endlich mal. Und noch was, Raum, Zeit ist gar nicht, wie wir denken. Wir sind alle individuelle Stücke Energie aus einem viel größeren Pool gezogen und in einem künstlichen Zeitstrom zur Form geworden. Zeit existiert im klassischen Newtonschen Sinn gar nicht. Alles passiert gleichzeitig, aber unser Verstand käme damit nicht klar. Also verarbeiten wir eines nach dem anderen.
aber ich sehe es jetzt alles. Es passiert alles. Das Alpha und das Omega sind vereint. Und scheiße, ich glaube, mein C hat gerade meine Hand gegessen. Okay, Leute, mit diesen Typen beschäftigen wir uns dann, Gesetzlose, beschäftigen wir uns dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Mass Effect Andromeda. Bis dann, Leute. Ciao.